Ich bin ja einer der Mieter in der Riegaer Straße, die sich gegen den Bau der CG-Gruppenbau der Riegaer Straße 71, 73 wehren. Das ist eines dieser Nobelprojekte, die leider viel zu wenig hier Widerstand haben, obwohl das seit 3 Jahren gebaut wird. Unser Protest begann, als schon im Sommer 2016 die denkmalgeschützten Basalthäuser abgerissen wurden. Und seitdem gab es regelmäßig Kundgebungen, Scheppern gegen CG und so weiter. Mittlerweile ist es schwer denkbar, dass die CG-Baustelle noch verhindert werden kann. Es gab schon die ersten Einzüge, was aber auch daran liegt, dass es nicht gelungen ist, einen kontinuierlichen Widerstand hier auch vor der CG-Baustelle zu initiieren. Wenn da mehr Leute statt am Dorfplatz mal zur CG-Baustelle gekommen wäre, sähe es wahrscheinlich anders aus. Dabei ist gerade Christoph Gröner, also für die Initialien CG stehen für Christoph Gröner, einer der Kapitalisten, der auf jeden Fall durch sein Verhalten Widerstand verdient. Er ist nicht zuletzt einer derjenigen, die in dem Film Ungleichland das als großer Millionär initiiert hat, der mit Geld alles kaufen kann. Er ist ja nicht nur in Berlin, er ist in Köln, in Leipzig, in Dresden aktiv. Zudem hat er seine rechte Gesinnung dadurch kundgetan, dass er ein Bild eines rechtspopulistischen Malers gekauft hat für eine Viertelmillion und sich dabei noch fotografieren hat lassen. Das heißt, Christoph Gröner und seine CG-Gruppe werden auf jeden Fall Grund sein, Widerstand zu leisten. Wenn so ein Projekt dann noch in einem rebellischen Kiez läuft und der Widerstand ist klein, müssen wir uns fragen, woran das liegt. Und es wird aber auch auf jeden Fall so sein, selbst jetzt schon, bevor das Projekt fertig ist, bedeutet CG-Gruppe Verdrängung. Während die Vorstellung eines Baustopps kaum noch vermittelbar ist, zeigen sich schon jetzt die Folgen des Projekts. Wir haben von Anfang an gesagt, CG-Gruppe bedeutet Verdrängung und wir hatten allen Grund. Denn das CG ist ein Motor der Verdrängung von Menschen mit wenig Geld im Nordkiez. Und deswegen eigentlich ist unsere Parole auch, egal ob das jetzt fertiggestellt wird oder nicht, wir müssen mit den Menschen solidarisch sein, die hier verdrängt werden. Wir sollten sie auf dem Amt begleiten, wir sollten sie unterstützen, wenn sie von Zwangsräumung bedroht wird. Deswegen ist unser Ansatz als Gruppe, die CG-Bauwerk verhindern wollten, dass wir uns weiter mit allen Mitteln gegen Verdrängung im Kiez wehren. Danke. Das